Ich bin schon des Öfteren mal gefragt worden, ob ich nicht auch mal die Kurviger App testen könnte. Und normalerweise bin ich ja nicht so der Android-Nutzer, habe mir also wieder mal das alte Handy von meinem Sohnemann ausgeborgt, um die Kurviger App auch mal durch meinen Testparcours zu jagen. Ja, und wenn euch das auch interessiert, dann bleibt dran. Ja, hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge. Und wie gesagt, heute will ich mir mal die Kurviger App vornehmen. Und gleich vorweg, das soll also nicht irgendwie eins von den Tutorial-Videos sein, also eine Erklärung komplett von der App, sondern wirklich quasi ein weiterer Teil von meinem App-Test, wo ich die diese Szenarien, die ich mir so ausgedacht habe, beziehungsweise die ich halt für mich recht praxisnah empfinde, einfach mal durchgehen will mit der App jetzt da. Und los geht's dabei natürlich wie immer erstmal mit dem Plan, sowohl auf dem Gerät selber als gegebenenfalls auch am Rechner. Ja, und das machen wir natürlich am besten in Ruhe im Büro. Deswegen schalten wir jetzt quasi mal kurz zurück ins Funkhaus. Und da sind wir auch schon am Rechner angekommen und wollen uns angucken die Kurviger App. Davon gibt es zwei verschiedene Versionen im Play Store. Einmal eine kostenlose und dann die Pro-Version. Das ist also die, die ich mir jetzt unter Nagel gerissen habe. Ganze 10 Euro. Und wenn wir hier mal ein bisschen nach unten scrollen, die Infos uns aufrufen, dann sehen wir, die Pro-Version kann also Offline-Karten, Offline-Routing, komme ich gleich zu. Sprachnavigation, GPS aufzeichnen, suchen, verschiedene Routen gleichzeitig anzeigen, länger und so weiter und so fort. Also ich denke mal, für 10 Euro ist das eigentlich ein No-Brainer. Und bevor wir uns jetzt die App angucken, will ich mal mit der Online-Planung starten, beziehungsweise eben auch nicht, weil es geht natürlich um Kurviger, die Webseite, und darüber habe ich mich ja schon ausgiebig ausgelassen. Deswegen mache ich hier natürlich nichts mehr mit Planen. Wer da sich für interessiert, verlinke ich oben mal mein doch ziemlich ausgiebiges Video, denke ich mal, über Routenplanung mit Kurviger. Ich habe jetzt hier mal kurz im Kurviger auf der Webseite meine Teststrecke auch reingemacht und will eigentlich nur auf die zwei Punkte mal kurz eingehen, oder den einen Punkt, wie kriegt man jetzt die Karte auf das Handy? Und da gibt es nämlich zwei verschiedene Methoden. Die eine ist schlicht und ergreifend hier über einen Export, und da bringt es natürlich am meisten, wenn ihr hier auch auf das Format Kurviger App oder Punkt Kurviger entsprechend geht, könnt das Ganze dann exportieren und auf welchem Weg auch immer ihr die Datei dann entsprechend aufs Handy, aufs Mobilgerät rüberkriegt. Ich denke mal, die dürften eigentlich der Reihe nach bekannt sein. Eine ein bisschen schnellere Methode besteht eigentlich noch darin, hier über das Teilen zu gehen. Da wird ja ein QR-Code erzeugt, und da schmeiße ich jetzt mal kurz das Handy schon mal an. Und habe mir hier also auch ein Programm für den QR-Code-Scan entsprechend drauf gemacht. Das braucht er dann entsprechend nur drauf zu halten. Und schon wird der Code erkannt. In dem Fall wird auch gecheckt, ist sicher. Und ihr könnt das Ganze einfach aufmachen. Und dann könnt ihr die Route entsprechend importieren in die App. Und habt genau eure geplante Route entsprechend hier rübergezogen. Aber darum soll es ja jetzt gar nicht gehen. Also, oder beziehungsweise damit würde ich jetzt das Thema Kurviger Web mal abschließen. Und wir konzentrieren uns wirklich jetzt auf die App. Dafür werde ich jetzt aber die Aufnahme, das Screen Recording noch mal kurz stoppen. Und dafür dann ins Querformat wechseln, weil dann haben wir das hier schön bildschirmfüllend. Und da sind wir auch schon wieder. Und ich lösche hier erstmal
die importierte Route raus, weil wir wollen natürlich von vorne anfangen und gucken mal gerade hier drauf oder beziehungsweise ein paar Sachen will ich halt kurz vorab noch loswerden. Im Großen und Ganzen haben wir wirklich alle Funktionen, die die Kurviger Web-Anwendung bietet, auch hier in der App drin. Und das ist dann dementsprechend schon reichlich. Auf der anderen Seite ist es natürlich nicht ganz so intuitiv zu bedienen wie so eine Navi-Anwendung wie zum Beispiel TomTom Go, ja, die wirklich komplett in erster Linie Navi ist und nicht diese ganzen Planungshilfsmittel hat. Ich würde so weit gehen, dass ich sage, man muss eigentlich quasi die Webanwendung kurviger.de verstanden haben, um zu wissen, okay, die Kurviger App kann das auch und irgendwo muss es den Punkt zu finden geben. Es geht halt hier alles über das Menü, was man unten über diese drei Striche aufruft. Und hier haben wir da halt die verschiedenen Optionen, Karten, Routing und so weiter. Und irgendwo versteckt sich immer die Funktionalität. Wie gesagt, intuitiv ist es jetzt nicht wirklich immer, aber wenn man sozusagen weiß, was kurviger.de leisten kann, findet man das sozusagen auch irgendwo hier drin. Und wenn man sich erstmal drauf eingeschossen hat, würde ich sagen, geht das eigentlich ganz okay. So, und bevor ich jetzt da dann die Route mal zusammenbaue, wollte ich noch auf das Thema Offline zu sprechen kommen. Grundsätzlich haben wir ja gesehen, Pro-Version kann Offline-Routing und Offline-Karten. Und es ist also wirklich auch so, dass das quasi zwei verschiedene Punkte erstmal sind. Das heißt, Offline-Karten heißt erstmal nur, wir können die Kartenanzeige ist halt auch da während der Fahrt, wenn wir kein Netz haben. Aber wenn in der Zeit irgendwas umgeroutet werden müsste und es besteht keine Internetverbindung, dann klappt das erstmal nicht. Dafür brauchen wir also auch das Offline-Routing. Und das sind hier zwei verschiedene Sachen. Und selbst, oder nicht nur, dass es jetzt so eine Trennung ist zwischen Karten und Routing, sondern beides ist auch oder erfordert eine ganze Menge Handarbeit von euch. Das heißt, hier sehen wir schon mal, hier gibt es ein Offline-Karten-Tutorial, wo beschrieben wird auf der Webseite von Kurviger, wie das Ganze funktioniert. Und hier auf meiner alten Möhre dauert das ein kleines bisschen. Und jetzt ist es endlich da. Und hier könnt ihr also auf dieser Seite für die Dokumentation nachgucken, wie das Ganze gemacht wird. Letztendlich müsst ihr also wirklich hergehen und erstmal die Offline-Karten selber runterladen. Und zwar nicht jetzt direkt hier in der App drin. Ich meine, hier gibt es zwar diesen Punkt Karten herunterladen, aber letztendlich öffnet das auch erstmal wieder nur den Webbrowser, indem ihr dann halt entsprechende Seite kriegt, wo ihr die Karten runterladen könnt. Das Ganze rührt natürlich daher, dass es hier wirklich auf OpenStreetMaps und so weiter auf die ganzen Karten zurückgegriffen wird, die man halt kostenlos kriegt. Ich meine, für diese 10 Euro, damit unterstützt ihr wirklich den Entwickler. Und auch hier bei den Karten ist es jetzt so, theoretisch könntet ihr euch die selber aus den OpenStreetMaps-Daten erzeugen lassen. Glücklicherweise gibt es da halt wieder irgendwelche tapferen Streiter, die das für euch vorbereitet haben und ihr hier entsprechend die Daten euch runterladen könnt. Die müssen dann entsprechend erst noch auf der Karte oder auf dem Handy selber entpackt werden und dann könnt ihr im nächsten Schritt sozusagen hergehen und euch die Karte entsprechend öffnen, dass ihr die Offline-Karte zur Verfügung habt. Ein ähnliches Spiel habt ihr dann hier beim Routing. Da geht es wieder genauso. Es gibt eine Anleitung dafür. Ihr müsst euch erstmal die Daten runterladen und dann könnt ihr die öffnen. Und da gibt es im Moment sogar noch zwei verschiedene Versionen. Einmal Graphhopper und einmal Bgraph. Auch da wieder selbe Spielchen. Kostenlose Daten, die genutzt werden. Theoretisch müsst ihr sie euch selber erzeugen. Es gibt wieder Leute, die das für euch gemacht haben, wo ihr das entsprechend einfach nur runterladen könnt. Aber ihr müsst es halt auch wieder runterladen, auf der Karte irgendwo hinpacken und dann hier im Kurviger öffnen. Klingt natürlich erstmal ziemlich übel.
Man muss das halt immer abwägen. Wollt ihr es einfacher haben, wollt ihr es bequemer haben, dann müsst ihr euch halt ein richtiges Navi kaufen oder eine teurere Navi-App. Hier habt ihr aber dann halt auch immer relativ aktuelles Kartenmaterial, was ihr euch holen könnt. Hat alles seine Vor- und Nachteile. Und durch den Prozess müsst ihr theoretisch nur einmal durchgehen. Ein bisschen schwieriger wird es hier bei dieser Geschichte mit den Offline-Daten, weil da gehe ich gerade noch mal hier unten rein. In die Einstellung. Hier haben wir die Routenberechnung und da gibt es den Routing-Service. Und hier seht ihr das noch mal. Es gibt also Kurvige Online, es gibt den Graphhopper und B-Router und verschiedene Kombinationen daraus. Und ein Unterschied, den ich jetzt da gefunden habe, ist also, dass bei dem B-Router es einfacher ist, Karten über Ländergrenzen hinweg zu haben. Beziehungsweise ihr könnt dort, glaube ich, mehrere Routing Dateien gleichzeitig laden werden. Bei dem Graphhopper, wenn ihr jetzt sozusagen für Deutschland die Datei runtergeladen habt fürs Offline-Routing und fahrt dann mal über die Grenze nach Italien zum Beispiel, müsstet ihr erst die Datei für Italien laden, für das Routing-Profil, damit ihr dort ein Routing habt und wenn ihr wieder zurückfahrt nach Deutschland, entsprechend wieder wechseln. Bei dem B-Router soll das angeblich ein Stück anders funktionieren, habe ich mir jetzt aber nicht mehr weiter reingeguckt und wie gesagt, ich will es auch nur kurz angerissen haben, schon wieder viel zu lang. Guckt es euch einfach an. Hier gehen wir jetzt da einfach mal her und gucken uns wirklich die Planung an. Und da gilt wieder das, was ich am Anfang gesagt habe, wenn ihr euch sozusagen mit der kurviger Web-Anwendung auskennt, solltet ihr hier entsprechend in der App genauso gut zurechtkommen. Das heißt, wir fangen hier einfach wieder mal an, zoomen irgendwo hin, wo unser Start sitzen soll, drücken da ein bisschen lange drauf und dann können wir sagen, okay, das hier soll unser Start sein. Finde ich schon recht schön. Auch hier kommt wieder so ein Fadenkreuz, wo ihr es dann genau hinpacken könnt. Und schon habt ihr sozusagen den Startpunkt gesetzt. Dann gibt es natürlich auch die Suche. Hier habe ich noch von meinem Probelauf was drinstehen. Wir können jetzt einfach sagen, bayerische. Ups, und ich habe mich wieder vertippt. Bayerische. Da ist es. Und Schanz, mein übliches. Ah. Die Tastatur hier von diesem ollen Ding ist einfach zu klein. Da ist schon meine Waldschenke, Bayerische Schanz. Wlupp, haben wir hier entsprechend auch. Drücken auch wieder lang drauf und sagen Setze als Ziel. So, er hat hier uns eine schöne kurvige Route berechnet. Und ich habe sogar in den Einstellungen gesagt, er soll mir hier Alternativen noch zeigen. Und dann könnt ihr hier einfach zwischen den zwei Routen sozusagen hin und her wechseln. Entweder die oder die. Was ich noch nicht gefunden habe, irgendwo in den Einstellungen, dass man jetzt da halt von schnell kurvig, super kurvig umstellen kann. Wenn das einer von euch aus dem Stegreif weiß, kann das ja mal unten in die Kommentare packen. Ein kleiner Punkt vielleicht noch, diese gelben Punkte, die er hier anzeigt, das sind wirklich die Abbiegepunkte. Das sind also keine Wegpunkte, sondern das sind Stellen, wo Abbiegehinweise kommen und das ist auch was, was ihr dann später bei der Navigation seht. Hier seht ihr zum Beispiel, hier ist wirklich eine Kreuzung, über die wir drüber müssen, aber da ist kein Punkt drauf. Das heißt, er gibt hier auch keine Anweisung später, sondern quasi, wenn nichts anderes gesagt wird, immer geradeaus. Und nur da, wo wirklich abgebogen werden muss, da werden entsprechende Anweisungen gegeben, gesprochen und so weiter. Auch hier ist es dann natürlich wieder so, wir können noch weitere Wegpunkte einfügen. Ich mache hier nochmal meine zwei zusätzlichen Punkte, die ich immer für meine Tests noch brauche. Lange draufdrücken. In dem Fall, wenn es auf der Route ist, wo ihr gedrückt habt, werden die zum einen automatisch richtig auf die Straße gesetzt und zum anderen eigentlich auch in die richtige Reihenfolge. Sollte da was nicht passen, habt ihr hier über die im
Menü Routing gibt es die Wegpunkte und dort habt ihr dann halt wirklich die Liste mit den Wegpunkten und könnt hier einfach auf einen draufklicken und per Pfeil das Ganze in der Reihenfolge entsprechend ändern. Und weil ich ihn gerade so schön in der Ecke wieder blinken sehe, ein kleines nettes Feature finde ich, ist dieser blaue pulsierende Punkt, den ihr da gerade seht, der sozusagen immer euch die Richtung anzeigt, wo gerade eure aktuelle Position ist. Ja, finde ich recht praktisch, um was wiederzufinden. Ansonsten, was ich schon mehrfach gesagt habe, ihr findet eigentlich irgendwo alle Optionen, die ihr auch in der Web-App findet, angefangen hier von diesen wirklich umfangreichen Möglichkeiten, irgendwelche Sachen einzuschließen, auszuschließen, als auch zum Beispiel oben bei der Karte die verschiedenen Kartenebenen. Hier ist standardmäßig zum Beispiel Tankstellen eingeschaltet, aber ihr könnt halt auch Gastronomie, Unterkunft, Pässe, Werkstätten und so weiter euch entsprechend noch in der Karte einblenden lassen, um das dann halt zum Planen zu benutzen. Und genauso funktionieren auch die, denke ich mal, wenn ihr euch das Tutorial von mir für Kurviger für die Web-App anguckt, die ganzen Sachen, was Importieren und Exportieren angeht. Also vor allen Dingen importieren, ihr könnt Tracks importieren, Routen importieren, Wegpunkte importieren, das Ganze als entweder als Overlay oder wirklich für die Routenplanung. Also die ganzen mächtigen Mittel, finde ich, die die Kurviger Web-App zur Verfügung stellt, habt ihr also auch hier entsprechend in der Web, in der App auf dem Mobilgerät zur Verfügung. Ja, und das soll es dann eigentlich, glaube ich, auch hier in Sachen Planung gewesen sein. Und wir wollen uns jetzt natürlich endlich mal angucken, wie das Ganze während der Fahrt aussieht. Und dafür wechseln wir jetzt wieder zurück aufs Motorrad. So, und damit sind wir zurück auf dem Motorrad und wollen uns mal die Navigation jetzt da wirklich vornehmen. Ich hoffe mal, dass hier mit dem Screen Recording alles klappt, weil ansonsten seht ihr, glaube ich, relativ wenig hier auf dem ollen Display. Eins halt vorab, in Sachen Bedienung mit Handschuhen ist es natürlich relativ schwierig, sage ich mal, weil doch die ganzen Sachen ziemlich klein geraten sind. Aber so die wichtigsten Sachen, die wir unterwegs brauchen, funktionieren meines Erachtens nach trotzdem mit Handschuhen gegebenenfalls. Wir haben welche dabei, die mit dem Handy funktionieren, habe ich natürlich heute nicht. Deswegen muss ich dann zwischendurch an den Stellen immer mal wieder anhalten, kurz den Handschuh ausziehen. Aber soll uns jetzt nicht weiter stören. Wir legen hier direkt einfach mal los. Ich bin jetzt natürlich nicht genau an meinem ersten Punkt, den ich gesetzt habe. Und dann können wir uns halt überlegen, wie kommen wir jetzt dahin. Wir wollen jetzt natürlich zum Start navigieren. Und wie üblich, das erste, was wir dann ausprobieren wollen, ist ein Punkt, der nicht genau auf der Route sitzt, aus welchem Grund auch immer. Wenn wir da halt einfach nur dran vorbeifahren, was passiert, erkennt er den trotzdem als abgehakt oder leitet er uns zurück und was können wir dann machen in beiden Fällen? Ich meine, im ersteren müssen wir gar nichts machen, aber im zweiteren schauen wir mal. So, den ersten Wegpunkt seht ihr jetzt hier, habe ich so ein bisschen in die Straße da reingesetzt und er will mich da kurz reinlotsen. Ich ignoriere das jetzt da mal und dann gucken wir mal, was er uns da dabei sagt, ob er das einfach so durchgehen lässt oder nicht. In dem Fall hat das sozusagen einfach ignoriert bzw. übernommen. So, das sieht also soweit gut aus. Er hat den quasi trotzdem abgehakt, obwohl es ein bisschen daneben war. Das ist okay. Aber ich will natürlich trotzdem auch noch den Fall abklappern, was passiert jetzt da, wenn er ihn quasi nicht richtig genommen hätte. Dafür halte ich jetzt einfach mal gerade hier nebenan und teste das mal. Und da ist dann halt gleich schon dieser Punkt gegeben, Punkt überspringen. Das kann sein, weil, wie gesagt, aus so einem Grund, dass er den, der ein bisschen neben der Strecke saß, jetzt nicht mitgenommen hat.
und versucht uns rumzudrehen und wir einfach sagen wollen, hier vergiss das, geh mit dem nächsten weiter. Oder wir haben zum Beispiel das Szenario, dass wir jetzt sagen, hier, wir haben noch einen Punkt irgendwo abseits gesetzt, den wollten wir noch mitnehmen, uns ist die Zeit zu knapp geworden, wir wollen jetzt direkt zum nächsten weiter. Und der Fall, was machen wir da? Und da hatte ich am Anfang jetzt hier immer gesucht, so unter Routing und dann hier unter Aktionen heißt es, glaube ich. Da war es aber nicht. Irgendwann habe ich dann gemerkt, wenn man jetzt hier einfach drauf drückt, dann gibt es hier die zwei Punkte. Da haben wir also einmal die Streckensperrung. Jetzt verrate ich natürlich schon was von gleich. Und das andere ist hier halt einfach Wegpunkt überspringen. Und zack, wird sozusagen der Punkt, der nächste, den wir auf unserem Track hatten, einfach übersprungen. Und wir kriegen eine Neuberechnung direkt zum übernächsten Punkt quasi. Also mit Bravour gelöst. Bis ich zu meinem nächsten Punkt komme mit einer kleinen Aufgabe, können wir vielleicht mal kurz übers Display sprechen. Das ist soweit eigentlich okay. Auch hier haben wir wieder verschiedenste Anzeigen. Ich muss gestehen, für mich sind sie jetzt alle zu klein. Ich habe natürlich hier auch ein ziemlich olles Handy mit einem kleinen Display. Das wird bei anderen größer sein. Man kann auch durch Drauftippen auf die einzelnen Informationsanzeigen oben die nochmal umstellen zwischen verschiedenen Informationen, die man anzeigen will. Oben haben wir halt die nächste Aktion, die wir ausführen müssen, und drunter gleich auch noch eine kleine Vorschau auf die übernächste. Soweit, wie gesagt, eigentlich alles okay. Generell ist es halt so, ich muss halt gestehen, nach wie vor, das, was ich damals Navigon Cruiser ausgedacht hat an UX, UI, also User Interface, User Experience für die Bedienung, ist für mich immer noch das Maß der Dinge. Alle versuchen sie halt irgendwie nur die Sachen unterzubringen auf dem Display, und die hatten sich damals halt wirklich richtig Gedanken gemacht, wie kann man das so zusammenpacken, dass es wirklich nützlich ist, mit großen, dicken Handschuhfingern zu bedienen und so weiter. Das war schon außen vor, aber nichtsdestotrotz hier, wie gesagt, es tut alles, was es soll. Alles, was er braucht, ist eigentlich für meinen Geschmack da. Also von daher kann man da nicht groß drüber meckern, würde ich sagen. Meinen nächsten Test können wir uns im Prinzip auch schon sparen. Da geht es ja einfach darum, jetzt haben wir einen Wegpunkt, der halt wirklich korrekt auf der Strecke sitzt, dass der halt korrekt abgehakt wird, dass er uns da nicht versucht irgendwie rumzudrehen. Ich denke mal, wenn er jetzt da das eben richtig gemacht hat, jetzt sind wir schon drüber weg, wird er das hier auch korrekt machen. Von daher können wir dann eigentlich direkt weiter zum spannendsten Teil von meinem Test. Und bei dem besagten spannendsten Teil von meinem Test immer wieder habe ich ja eigentlich eben schon gespoilert, dass es dafür eine entsprechende Funktion schon gibt. Und auch hier spielt das Ganze sogar mit. Guckt mal hin, das ist ja mal geil. Wir haben genau die Situation, die ich simulieren will, haben wir jetzt in echt. Also wer die alten Tests von mir geguckt hat, von den Navi-Apps, der weiß, dass ich an der Stelle immer so gesagt habe, wir tun jetzt mal so, als könnten wir hier nicht geradeaus weiterfahren, und guckt mal, was wir im Moment nicht können. So, was machen wir jetzt da? Natürlich haben wir es eben schon gesehen, wir hauen hier oben drauf, sagen, wir wollen hier halt eine Sperrung umgehen und sagen dann einfach nur, wie viel Kilometer von dem nächsten ist nicht zu gebrauchen. Ich gehe mal auf Nummer sicher, sag mal 2 Kilometer, und dann gucken wir mal, was er uns hier rausspuckt. Ach, er sagt natürlich jetzt was ganz Übles, ist jetzt ein bisschen schade. Und das ist allerdings auch so eines von den Problemen, was ich dort eigentlich schon immer wieder erwartet habe. Das heißt, ab welchem Punkt rechnet er jetzt wirklich die Sperrung? Wir stehen jetzt hier ein Stückchen vor der Kreuzung, und ich habe ihm gesagt, die nächsten 2 Kilometer gehen nicht. Und er sagt jetzt natürlich, der Kreisel geht auch nicht. Deswegen will er mich hier zurückschicken und dann entsprechend dort rum. Ja. Also das ist wirklich eine Tücke bei den Geschichten. Ich verbuche das Ganze jetzt trotzdem mal als
Ja, als positiv, weil wir zumindest eine Funktion haben, die uns wirklich eine Alternative hier geben würde. Ich meine, er konnte ja jetzt dann nicht riechen, dass die hier drüben auch gesperrt ist. Das heißt, wir hätten wahrscheinlich einfach ein bisschen weiter hierhin schon fahren sollen oder in den Kreisel rein, damit er weiß, okay, das, was nicht geht, ist jetzt das Stück nach dort. Und dann hätte er mir hoffentlich auch lieber die Ecke hier vorgeschlagen als die da drüben. Aber ihr seht schon, er hat jetzt auch umgeschaltet. Ich bin jetzt also hier rumgegangen. Er hat umgeschaltet und ist auf die Strecke, die ich jetzt eigentlich im ersten Moment von ihm erwartet hat. Also für mich trotz alledem rundum positiv. Tücke ist, wie ihr gesehen habt, natürlich, wann rufe ich das auf, diese Funktion gesperrt, um halt eine vernünftige Alternative gesagt zu bekommen. Aber ich hoffe, es ist nicht immer so trickreich wie hier. Und ihr habt gesehen, ihr habt dann halt eine Funktion an der Hand, mit dem ihr sozusagen aus eurer Patsche rauskommt, ohne dass ihr jetzt da anfangen müsst, in der Karte rumzuzoomen, euch selber was rauszusuchen, wie ihr jetzt alternativ wieder an der Sperre vorbeikommt und auf eure ursprüngliche Route zurück. Und das macht er hier also, was ich auf der Karte so sehen kann, wirklich recht schick. Also genau das, was ich sozusagen erwartet hätte, beziehungsweise was ich mit der als Ortskundiger mir selber auch rausgesucht hätte in dem Fall. Und damit komme ich mal zum letzten, beziehungsweise zu den letzten beiden Tests, die ich so machen will. Dafür halte ich mal hier wieder an. Und wir simulieren quasi jetzt das Problem. Oha, mein Sprit ist alle. Ich brauche jetzt das Sprit. Das heißt, wie komme ich jetzt an die nächste Tankstelle? Da ist es natürlich ein bisschen tückisch jetzt da hier bei der ganzen Geschichte. Weil die Suchenfunktion sozusagen, die, wo ich jetzt da hier sagen könnte, Tankstelle, zack, die sucht mir natürlich an allen Ecken und Enden, beziehungsweise jetzt im Moment bin ich sogar offline, da macht da hier gar nichts, weil er ja sozusagen eine Adresssuche machen würde. Ist nicht ganz so schlimm, weil wir natürlich immer noch hier die Möglichkeit haben, einfach in der Karte rumzuzoomen. Ist natürlich jetzt, ja, kann gut sein, kann schlecht sein, aber jetzt haben wir es quasi selber in der Hand. Ihr seht hier, und das können wir ja auch, oder habe ich ja schon gezeigt bei der Planung, wir können ja die verschiedenen Ebenen einblenden. Ich habe jetzt in dem Fall hier meine Tankstellen eingeblendet. Wir sehen, wir haben hier eine, wir haben hier vorne eine. Und die liegt natürlich schöner auf der Strecke. Wir haben also das Problem selber in der Hand, nicht jetzt zurückzufahren, sondern zu sehen, oh, guck mal hier, direkt ein paar hundert Meter weiter ist ja auf der Strecke hier eine Tankstelle. Und jetzt könnt ihr dann einfach sozusagen hier hingehen und könnt den Punkt entsprechend noch in eure Route mit hinzufügen. In dem Fall lohnt sich es natürlich nicht wirklich, weil wir fahren einfach schlicht und ergreifend dran vorbei. Aber ihr seht schon, das Ganze, ihr könnt wirklich hier in der Karte immer noch drin rumfuhrwerken. Ihr könnt hier einfach einen Punkt setzen, während die Navigation läuft. Das finde ich eigentlich wirklich cool bei der Geschichte, dass man nicht anhalten muss, planen und dann sozusagen wieder fortsetzen, sondern man kann das in der laufenden Navigation, kann man immer noch drin rumzoomen und irgendwas machen, sieht dann halt auch recht schön, okay, hier fahre ich lang und hier ist vielleicht irgendein Problem, da kann ich mir jetzt da irgendwas setzen und entsprechend zusätzliche Punkte reinpacken. Und das ist ja sozusagen auch der letzte Punkt auf meiner Liste, damit gleich abgehakt, nämlich irgendeinen beliebigen anderen Punkt in eure laufende Navigation einfügen. Haben wir damit also auch. Und wie gesagt, ihr könnt also auch auf diese Karte gehen und verschiedene Ebenen noch einblenden, die üblichen Sachen mit Biker-Treffs und so weiter, die es halt dabei gibt. Theoretisch könnt ihr sogar ja eure eigenen Waypoints sozusagen importieren, als Overlay anzeigen lassen. Also im Großen und Ganzen wirklich mächtig, finde ich. Also es ist ein bisschen Hardcore, aber bevor ich das sage, fahren wir einfach mal ein Ründchen weiter. Das können wir jetzt da dann unterwegs noch ein bisschen besprechen. So, ich hatte ja schon angesetzt, quasi mein Fazit zu machen. Wie gesagt, ich finde, es ist ein echt mächtiges Tool. Ihr kriegt es für echt
günstiges Geld. Ihr müsst natürlich selber eine ganze Ecke tätig werden. Also zum einen ist die Bedienung vielleicht nicht ganz so intuitiv, wie ihr es bei anderen Apps habt und gewohnt seid oder Navi-Geräten. Es ist ein bisschen frickelig teilweise, das Ganze mit Handschuhen zu machen. Aber ihr bekommt halt wirklich eine App an die Hand, mit der ihr auf fast alle Sachen reagieren könnt, die euch während der Navigation über den Weg laufen. Ihr habt so viele Hilfsmittel an der Hand, um eure Route zu planen, umzugestalten, wie auch immer. Also schon schick, würde ich sagen. Man kann darüber wirklich nicht meckern. Es ist halt, ja, ihr müsst halt euch mit den ganzen Sachen viel mehr auseinandersetzen. Wo ladet ihr eure Offline-Karten runter? Wo ladet ihr das Routing-Material runter für Offline-Routing? Welches Format nehmt ihr jetzt da dabei? Aber wenn ihr euch da einmal durchgekämpft habt und das entsprechend quasi verinnerlicht habt oder so eingerichtet habt, dass es für euch läuft, dann habt ihr eigentlich, wie ich finde, eine recht schicke App an der Hand, die halt einfach nur das macht, was sie soll, aus meiner Sicht. Ich meine, klar, es sind mit Sicherheit jetzt welche dabei, die gleich wieder anfangen. Aber Verkehrsmeldung und aber dies und aber jenes und sowas. Leute, überlegt euch immer, das kriegt ihr für einen Zehner, das ganze Paketchen hier. Und damit unterstützt ihr den Entwickler ein bisschen bei der ganzen Aktion und habt wirklich viel für wenig Geld an der Hand, finde ich. Also probiert es im Zweifelsfall einfach mal aus, sofern ihr Android-Jünger seid. Bei den anderen, ja, keine Ahnung, ich habe jetzt nichts gehört, dass sozusagen hier irgendwelche Aktivitäten laufen, dass es das auch für iOS geben soll. Müsst ihr halt mal gucken, ja. Und das soll es dann, glaube ich, von meiner Seite auch schon wieder gewesen sein für diese Woche. Mir bleibt wie immer nur zu sagen, übertreibt es nicht und genießt den Scheiß und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Und tschüss.